Wurdest du schon mal als Schnitzel bezeichnet? Und du bist gemutet. Schnittige Schnitzen serviert mit Schnittlauch. Was geht? Komm zurück. Wir haben ein übelst krasses... Schwierig. Schwierig für EvoPlay, meiner Ansicht nach. Aber sie haben halt eine sehr early game Comp. Und das ist ja genau das, was den Patch eigentlich ausmacht. Also Evo ja wirklich mit Xin, Syndra, Caitlyn, Karma, alles unglaublich early game dominant. Schnitten der Schnitzel! Bist du... Was denn? Du warst zu langsam, stimmt's? Nee, das... Mann, bist nicht... Also ich fahr dich heute nicht nach Hause. Warte mal. Ich nehme einfach... Oh! Engages! Und der Turret, wie bitter! Das ist genug Schaden. Oh, der flasht. Wieso? Der hat einen riesen Bomb auf dem Kopf. Da flasht man nicht. Das weiß man doch. Hat auch die Oma damals schon erzählt. Und jetzt eventuell der nächste Flash. Oder Crisis bleibt cool. Nein, Crisis darf nicht cool bleiben. Der wäre beinahe noch betroffen worden. Das war halt ärgerlich. Also hätte er da auf die Glocken gewartet und dann erst geheadbuttet, wäre das besser gewesen. Der Return Kill kommt. Aber zack, er flasht hinterher. Blank. Aber Blank kriegt jetzt nochmal den Jump. Tödlich. Schön. Er ist nicht mal gelandet. So krass ist er geflasht. Echt disrespectful von No Way, dass ihr weder für Phage geht, noch... Und, oh, warte mal. Shiri, der ist in der Base. Zack, jetzt gibt's... Oh, der Schaden ist so dumm. Der Heal bringt hier gar nichts. Man divet immer noch, denn Alistar kann das. Aber der Turret... Oh, das war knapp. Na, der Turret lädt sich ja durchgehend auf oder bleibt ja aufgeladen. Boah, das ist echt brutal, was sie hier machen. Ja, weniger Schildstärke. Okay. Also du raubst jetzt nur noch 15% statt 20% deines Manas. Okay. Oh! Hallo, meine an. Die Kuh hat die Glocken an ihrem Hals. Tankiness ist da, sind Jaws war aufzustellen. Das wird gefährlich. Aber, oh, er geht da sogar rein. Bleibt da sehr, sehr offensiv. Olaf kann sich da nicht lange anlegen. Flasht ebenfalls davon. Also der Schaden ist in der Hütte. Aber One ist down, No Way auch. Also Überzahl eigentlich für SPG, aber sie kommen nicht ran. Der Boomerang zu kurz, der hätte wenigstens den Jaw noch bestrafen können. Wie gesagt, No Way ist da. Auch gute Entscheidungen wurden ja getroffen. Initian muss da rausflashen. Wenn du dort drin bleibst, bist du halt wirklich legit tot. Bei Mad My Day dann einfach die Ulti. Ich hätte ja auch weniger Zurückhaltung erwartet, sondern einfach mal die Unleashed Power unleashed. Ja, vor allem, weil Corki halt weder im R noch wird. Ja, er hatte mittlerweile einen Ruby Crystal. Also das ist das Defensivste, was er gerade besitzt. Oh, der Heal, der Labate. Oh, das W kam nicht nochmal durch. Na, der hätte nochmal einen guten Heal erhalten. Hat aber nicht ganz geklappt für No Way, also gar nicht so schlecht. Da ist noch ein Kill rausgekommen. Ansatzweise gute Werte, die brauchst du ja. Okay, das ist ein Saver Knockup. Knockback hat nicht ganz funktioniert, trotzdem reicht der Stun. Und Olaf müsste jetzt eigentlich drüber rennen, aber nein! Karma, einfach undestructible. Zack, Ult ist raus. Er könnte dich fießen. Er hat das Ding zur Verfügung. Flash, Ult, Flash, Ult. Yep. Oh, bitte, der Headshot wird abgefangen, aber der Silence ist raus. Beinahe zwei Kills durch diese Rettungsaktion entstanden. Evo Play ist sehr, sehr aggressiv. Die übelsten Damage macht. Mordin muss flashen. Jetzt nämlich in der Miniform. Phosphorbomben werden hier. Oh mein Gott, beide flashen gleichzeitig. Oh, die Axt reicht nicht. Der Heal countert beide Spells. Und da sehen wir schon, die Kuh ist im BSE. Super Mode kommt hier sogar nochmal davon. Nein, das ist ein Kopfschuss. Der hat überlebt das halt eiskalt immer noch. Aber donated dadurch einen Stack an Cho'Gath quasi. Aber die wollen auch weiter chasen. Da kommt noch eine Syndra. Ah, das ist gefährlich. My Day geht da ein bisschen zu weit nach vorne. Starker Knockup hier an der Stelle. Und da ist die Syndra instant, beziehungsweise die Karma instant down. Syndra hingegen schnappt sich No Way. Wunderbar gemacht, ihn einfach auseinandergenommen. M-Test hier mit dem Flash, ganz wichtiger Static Stack. Wunderbar abgebaut, kriegt er den Kill. Auch Blank hier lebensmüde, will da noch irgendwas machen, schafft es aber nicht. Findig zwar tanky ohne Ende, wird jetzt aber gejagt werden. Und das natürlich gegen Warden. Wirklich einfach nur eine Qual. Du wirst geslowt, du wirst vernichtet. Der kriegt den Kill. Hat kein Mana mehr, um hier rüber zu springen. Und das heißt, Caitlyn wird vielleicht auch wegkommen, aber Warden ist halt... Der ist einfach nur 2.0. Absolut fast. Na, sehr, sehr schön gemacht. Sammelt da die 6. Konstant Blick Cleaver hilft ihm. Ganz, ganz wichtiger Fight für SPG. Alle vernichtet. War kein direktes Ace, wenn nur ein kurzes, weil Karma war einfach schon wieder da. So, das ist halt ein bisschen schade, dass nicht ganz klappt. Ja, die Situation kennen wir irgendwoher. No Way mit den Flashes. Holt jetzt hier indirekt sein Team dazu. Der Knockup ist drauf. Sie tunneln brutal auf ihn. Sie wollen No Way down haben. Sie schaffen es auch. Aber wie hoch ist der Preis? Aktuell noch günstig. Jetzt ist Blank down. Das bedeutet, eine Waffe bekommen. Knockup ist nicht mehr zur Verfügung. Und die arme Kuh wurde schon wieder verspeist. Finnick ist definitiv kein Veganer hier in diesem Spiel. Oh, sie haben Bock. Ja, sie fangen an.
Ja, die können ihn hier direkt auch durchziehen, bevor... Ja, wobei Blank ist in Position. Er hat sogar die Knallpflanze. Aber Alistar ist der beste Supporter, um den Nash zu verteidigen. Er muss darüber und Blank muss den W flashen. Macht er nicht. Oh, Knockout. Pflanze nochmal. In die Luft. Er kann nicht angreifen, aber es ist over. Der Baron wurde genommen, die Kuh wurde geopfert. Die Frage ist, wer noch? Blank stürzt sich auf die andere Seite. Headshot geht trotzdem durch, ist aber kein Kill. Warden allein im Pit würde es auch sterben. Ja, zwei Leute verloren, aber den Baron-Buff bekommt. Das kann man annehmen. Der wird hier eventuell noch... Guck dir mal, nee, guck dir das mal an. Nee, also das ist halt Mobbing. Ne? Es ist halt, du hast gerade den ADC zwar nicht getötet, aber er ist nicht da. So, er muss jetzt einfach raus aus dem Fight. Das heißt, Warden sagt sich, Leute, ich schnappe mir einfach das langsamste Ziel, das kein Escape hat. Und es dauert lange, ihn zu töten. Und der Flash wurde hier auch gezogen, aber man sieht es. Unstoppable in Nation vermöbelt ihn jetzt hier einfach nur ohne Problem, auch wenn das halt legit 100 Jahre dauert. Es dauert wirklich lange. Also jetzt hier auch noch der Teleport. Das ist von Alistar. Ja, zack, der ist da. Der hat sein Spellbook am Start. Stun. Wo ist der? War schon durch anscheinend. Ja, da hat er rennt er einfach hinterher. Oh, der Boomerang wurde von dem Minion abgefangen. Hero Minion rettet einfach Mad My D das Leben. Und stattdessen sagt Warden, Leute, ich gehe unter den Turret. No way mit dem Powerplay. Schnappt sich da noch den nächsten Kill. SPG rollt jetzt hier nach diesem Baron Buff brutals über Evo drüber. Das heißt, eigentlich ist man jetzt mehr auf dem Präsentierteller. Jetzt kommt, TP kommt raus. Collapse ist da. Warden ist allerdings klein. Das heißt, er muss sie lange, lange kiten und sie könnten ihn nicht. Oh, er zieht sich da zurück. Zack, hat wirklich 4 HP verloren. Olaf im Unstoppable-Mode schnappt sich erst den Blank. Der fliegt. Oh, starker Knockup. Holy shit, dieser Alistar ist einfach nur godlike und no way. Bringt den Schaden in den Fight. Double Kill nun insgesamt. Zack, der Midlaner ist auch explodiert. Ganz, ganz sauberes Ace für SPG hier an der Stelle. Der erste Baron, der war wirklich so der Knackpunkt. Danach ging es für Evo nur noch bergab. Und ESG, auch schlau hier an der Stelle, sagen sich, Leute, die sind einfach noch super lange tot. 20 Sekunden, 30 Sekunden haben wir ja noch Zeit. Und dann heißt es, mit der nächsten Wave das Ding zu beenden, weil dafür sind natürlich zwei ADCs und ein Lowlife Olaf ziemlich worth. Ja, Olaf natürlich, der Tech-Speed ist so low, er ist und er ist hier verdammt low. Und damit kann man jetzt hier die Nexus-Turrets einreißen. SPG gewinnt nicht so souverän, wie wir es eben vielleicht von ESG gesehen haben. Evo hat sich da sehr, sehr teuer verkauft. Starkes Game von ihm in Early Game, aber SPG darfst du niemals abschreiben. Hey, hallo! Was geht, Leute? Wir bewerfen uns mit Müll. Ja, cool! Sehr, sehr nice! Na, andere Champions zu sehen, das ist ja unser Ziel. Das, die ESL-Meisterschaft soll sich ja auch ein kleines bisschen abheben von ihren Picks, von ihrer Zusammensetzung. Ah, das Ärgerliche sind halt wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Blank nun aber. Ja, gegen Skarner ist hart, aber der Staubsauger funktioniert auch unter schlimmsten Bedingungen. Ah, das war natürlich gut, dass Orianna dazu kam, den Ward anzugreifen. Mutig, möchte ich sagen. Oh, oh bitte, der Binding ist da. Oh, aber, der wurde einfach gebottet. Naja, keine Chance gegen Nowhere an der Stelle. Ganz wichtig, nochmal den Schaden draufgehauen. Ignite P. Blank muss sich also mit einem Tod anfreunden. Ein gutes Mittel, was ein Gangplank jetzt nicht unbedingt will. Und hier kommt eine Mogeta, sehr aggressiv, aber dafür kann sie gepunished werden. Nope, der nicht. Stun kommt durch. Oh, bitte, da kam noch eine Feder, der hergeflogen ist. Das ist ein 2-1-Tausch. Da kann man Morgana ruhig opfern, wobei man sagen muss, Edition hat geflasht. Wäre also eh rangekommen, GP-Ult. Auch super nützlich bei sowas. Und Finn ist schon wieder in der Position, aber der D-Trap ist sehr, sehr klug. Oh, ich hör's. Zack, da ist der Channel. Er flasht nach vorne. Die Leute sind gefeiert, sie sind gesilenced, können sich nicht wehren. Oh, Blank, du musst aufpassen. Oh, der Heal. Oh, ganz stark. Er spielt halt einen krassen Fiddle. Er ist halt wirklich insane, ne? Mount Break. Was sind sie eigentlich? Twin Shadows? Twin Shadows. Du hast es halt. Oh, Blank. Blank hat was dagegen. Aber wurde instant gerootet. Das heißt, der Steal nicht möglich. Trotzdem. Würde es hier einen... Oh, hier oder würde es nicht? Doch, jetzt der Skorpion aber ist hier down. Kommt das Bomber Dabau. Eins, Aimbot. Zwei. Ja, der nimmt jetzt hier die Leute auseinander. Drei. Er hat die Spells gut getroffen. Oh. M-Test hier im Fokus. Ist immer noch am Leben. Jetzt ist er finally down. Und somit Phoenix Water ein kleines bisschen alleine. Zack. Würde es hier aber noch zerstört. SPG kommt also aus diesem Fight ziemlich gut bei raus. Kein attraktives Ziel, oder doch? Ja, so da stehen. Ich meine, er hat es ja quasi angeboten. Jetzt ist er aber trotzdem noch am Leben. Mann, ich kann es nicht glauben. Finnick jetzt hier ein bisschen deep. Der will einfach in die Turrets. Wird jetzt hier einfach nur aufgespießt und getötet. Und der gute No Way schnappt sich den ersten. Bombardiert aber noch weiter. Geht nicht auf den ADC. Der war ordentlich geslowed
von Vardeni an der Stelle. Ja, das wäre wohl das bessere Target gewesen. Finnack eigentlich mit der... Oh, Blank mit der Ultimate, aber wir sehen nicht, wo sie hingeht. Oh, Geburtstag wird gefeiert. Oh, da kommt der Autotech, er lebt noch. Der lebt immer noch. Die Q ist nicht weit genug geflogen. Mad My Day jetzt geslowt. Zack, da wird er nochmal abgeholt. No way hier mit 5 HP, das Ganze überstand 6-1-5. Das sind auch Horror-Stats eigentlich. Und Sulzida hat dir nochmal 20% Kudern. Oh, jetzt gibt's aber 100% Engage, M-Test. Oh, schöner Schild. Aber es wird nicht reichen, er ist einfach eingesperrt. Aber wie ist der Trade, ist die Frage. No way. Hat sich da wieder eingeschnappt, die Ultimate hat einmal getroffen, zack, musste gar aber nicht. Aber Blank ist in der Backline. Der ist schon wieder geroutet, er kann sich nicht bewegen. Jetzt kommt er hier mit der Ultimate dazu. Aber no way, dank des Mana-Schilds an Dying. Triple Kill gibt es hier insgesamt ganz stark von SPG. Ja, also SPG spielt ein bisschen noch hier mit ihrem Essen scheinbar. Jetzt kommt ja auch noch der Inferno, das ist natürlich für den Xerath nochmal nett. Mit dem das sind aber Kills, das müssen Kills sein. Schon wieder die Traps. Wo ging der Q hin? Holy shit. Das Skript ist hat ausgeschlagen, aber jetzt kommt hier die Xerath und das sind 2 Hits auf Xayah. Oh, der kriegt ihn. Gut. Und Blank und wird jetzt Blank auch, noch wird sterben. Auch sterben. Ja, der, oh. Er hat nochmal getanzt, das ist auch das Richtige. Ja, das Fass ist unter dir. Es ist ein Schlachtfest, Leute. Oh, Alter, die Headshots. Die tun weh und das einfach von Geistern. Oh, oh bitter, er konnte ihn nicht mehr erreichen. Es ist einfach nur hier die komplette Zerstörung, Leute. Heilige Mutter Teresa. Also no way hier tatsächlich jetzt mit 25 Stacks angekommen. Die können das natürlich finishen. Ja, da habt ihr vollkommen recht, aber das wollen die nicht. Natürlich nicht. Die ESL-Meisterschaft, die war so ein Vergnügen. Das willst du quasi essen, nochmal auskotzen und nochmal essen. Es ist einfach lecker und natürlich proteinreich, Leute. Gönnt euch. Ich meine, Blank hat einen Sonias, aber das hilft ja nicht. Oh, guck dir das los. Da war jetzt ein Q. Ah, macht natürlich mehr Schaden, wenn man es trifft, mein Lieber. Oh, der letzte noch. Okay, alles klar. Da waren einfach 5 Geschosse. Er ist halt schon auf Level 10. Maxi hat Ult, Flash, Rakan, könnte auch noch. Oh, schön. Shockwave, aber das wird, glaube ich, wenig bringen. Macht halt keinen Damage. Den Q konnte noch entkommen, aber Nowhere, das zweite schon im Lager. Oh, Butz, er kriegt das Ganze. 14. Kill, hier kommt Blank. Oh, Blank mit dem 4-Mode. Die Frage ist, reicht das gegen die Crits von M-Test? Oh, du wirst doch das Trap auf. Boom! Oh, zu früh! Wow. Das war ein Flop. Mit dem Auto-Tag kriegt das Ganze dann noch. Na, es war einfach mit Grog getränkt. Finnick, der will hier die krassen Power. Okay. Er macht ja gar nichts. Er ist einfach nur exploded. 15 Kills fixiert. Eieiei. Und der Nexus ist naked. SPG wird also dieses. Ich glaube nicht nur der Nexus nach der Performance heute. Heilige Mutter Teresa. Also SPG hier in einem Schlachtfeld. Es war jetzt nicht immer makromäßig clean, aber sie wollen noch einen Kill. No way. Intet nochmal fleißig rein. Emtes kriegt noch einen Kill und sie wollen nochmal ran. Aber ich glaube, der Nexus, der wird fast vorher fallen. Die beiden Teams hier nochmal mit einem kleinen Schlag abtauschen. Da geht man auch nochmal deep. Aber keiner hat die Eier, die man in so einer Szene braucht. GG, WP, SPG schlägt Evo 2-0.